Pass auf. Jetzt! Was sagt der Ja'far Abi Talib? Was sagt der Ja'far Abi Talib? Wir werden das sagen, was Allah im Koran sagt. Wir werden das sagen, was der Prophet sagt. Jetzt steht Ja'far, steht vor dem Najashi. Was fragt der Najashi ihn? Er fragt ihn, was sagt ihr über Isa? Der sagt nicht, Isa bei euch war ein Abt. Weil wenn er diese Frage stellt, ist er bei euch ein Diener? Dann kann er nur sagen, ja oder nein. Sondern er fragt ihn, was sagt ihr über Isa? Jetzt, eine Frage. Wenn ein muslimischer Gelehrter gefragt wird, wie Ja'far Abi Talib, erzählt uns was über Isa, über Jesus. Wie lange kann der reden, ohne eine einzige Meinungsverschiedenheit mit den Christen zu erwähnen? Wie lange, was denkt ihr? Gar nicht, keine Sekunde. Eine Stunde, sagst du? Gar nicht, keine Sekunde. Tut der gar nicht. Doch, der kann die ganzen Gemeinsamkeiten aufzählen. Der kann eine halbe Stunde reden und zählt nur Gemeinsamkeiten auf. Ohne eine einzige Meinungsverschiedenheit mit den Christen aufzuwählen. Der erzählt nur, so meine ich das. Das heißt, der kann bestimmt eine halbe Stunde oder eine Stunde reden, erzählt, Isa hat dies gemacht, Isa wurde von der Frau Maria geboren, er ist in Palästina geboren worden, er ist danach später nach Ägypten. Kann so viele Sachen erzählen. So, jetzt, was sagt Ja'far Al-Talib? Er wird gefragt, was sagt er über Isa? Sagt er jetzt als erstes, ja, er war ein guter Mann und er wurde von der Frau Maria geboren. Das Erste, was er sagt, guck mal, die Isa. Das Erste, was er sagt, ist, der erwähnt die Meinung. Er erzählt dir die Lehre. Was sagt ihr über Isa? Das ist ja schon fast. Bruder, guck mal, die stehen voll auf wackeligen Beinen. Was sagt ihr über Isa? Sagt er, er ist Diener Gottes? Was sagt ihr über Isa? Sagt, er ist Diener Gottes. Erstes Wort, der erwähnt genau das Kaul Adim, das gewaltige Wort, was dieser Unterschied ist. Und das ist das, was ich meine, Bruder. Allah gibt uns Baraka, wenn wir bereit sind, vor dem Pharao zu stehen. Der Sieg kommt nicht durch Schleimerei. Der Sieg kommt nicht durch, ja, wir distanzieren uns. Ich distanziere mich auch. Wir sind so am Distanzieren. Ja, die Muslime hin und her, die haben dieses, ich distanziere mich. Ja, und haben sie schon vom Muslim, ich distanziere mich. Haben sie schon gehört, was der Muslim im Süden, ich distanziere mich. Verstehst du, wir sind schon am Distanzieren. Wir sind so, wer bei drei noch nicht auf dem Baum ist, sondern dem Motto. Achi, wo ist die Isa? Musa alayhi salam. Ja. Die Leute erzählen immer von Musa, die erzählen immer von ihm die Geschichte. Allah sagt zu Musa und Harun, idhaba ila Pharaon faqula lahu qawlan layyin. Geht zu Pharaon, ihr zwei, denn er übertritt. Und sagt zu ihm ein sanftes Wort. Ja. Dann bleiben sie hier stehen beim sanften Wort. Ich sage immer, hey, kannst du mal weiterlesen? Gehst du mal weiter. Lest aber die Seite bis zum Ende. Was heißt denn das sanfte Wort? Das ist die Erklärung vom sanften Wort. Sagt Allah im selben Vers, la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Damit er bedenkt und sich fürchtet. Das heißt, dieses sanfte Wort soll zu Furcht führen. Was sagt Musa und Harun darauf? Die haben verstanden, was mit sanftem Wort gemeint ist. Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna wa yatfa. O Allah, wir befürchten, dass er uns gewalttätig behandelt und übertritt. Warum? Warum sagst du sanftes Wort? Ja, aber mit diesem sanften Wort ist nicht das gemeint, was du als sanftes Wort verstehst. Da steht nicht, sage dem, ihr seid richtig. Sage dem Pharao, du bist der Beste. Sondern das sanfte Wort kommt nachher. Dann das sagt Allah, قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِ مَعْكُمَ أَسْمَى وَأَرَى. Sagt, fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Ich höre und sehe. Was heißt das? Das heißt, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du bereit bist, vor dem Pharao zu stehen, wird Allah dir. Und wer will was tun gegen dich von Allah? In ihrem Sohn Allah von Allah. Wenn Allah euch hilft, das kann euch niemand sehen. Wenn er euch dich lässt, wer soll euch danach noch helfen? Keiner. Aber wann lässt Allah ihn in den Stich? Wenn wir ihn in den Stich lassen.
wenn wir nicht bereit sind, sein Wort zu verkünden, wenn wir nicht bereit sind, für sein Wort zu stehen, zu leben. Ja, das ist der Punkt. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe, was hat Jafar gesagt. Er hatte Eiser gehabt, er hatte Stolz gehabt. Und so sind wir darauf gekommen. Wie sind wir darauf gekommen? Ich habe gesagt, guck dir mal die Situation in Deutschland an. Guck dir mal, Bruder, es ist traurig zu erwähnen. Schau dir mal, wie viele muslimische Mädchen weg sind vom Fenster. Schau dir mal an, wie viele muslimische Jungen drogenabhängig sind ohne Ende. Ich habe das Gefühl, manche Leute schlafen mit den Füßen der Steckdose. Die merken überhaupt nichts mehr. Das ist wirklich so, die merken gar nichts mehr. Aber warum? Bruder, wir können nicht warten, bis die Jugend sich in die Moschee verläuft. Ach, da draußen steht der Rufer zur Disco. Da draußen steht der Rufer zur Spielhalle. Darauf steht der Rufer zu schlimmeren Orten. Tag ein, Tag aus. Und wir sollen warten? Nee, psst, leise sein. Sonst könnte es sein, dass wir Probleme kriegen. Bruder, die größten Probleme kriegst du, wenn du das Wort Allah nicht verkündest. Was sagt Allah über die, die das Wort Allahs verkünden? Qala innani ma'kuma asma'u ab. Ich bin mit euch, ich höre und horche. Was sagt Allah zum Propheten? Ja, ayyuhar Rasul. Belir ma unzila ilayka min rabbik. O Gesandter, verkünde, belir, was von deinem Gott zu dir gekommen ist. Wa in lam taf'al, fa ma balagta risalat. Wenn du das nicht tust, hast du die Botschaft nicht übermacht. Was sagt Allah da? Jetzt hör zu. Guck, was er sagt. Wallahu ya'asimuka min al-nas. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Ach, das ist Koran. Ach, aber wer liest den Koran?